Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Martina Merz und gerade auf dem Rückweg von Landshut zurück nach München und habe von der Autobahn aus gesehen, hier immer wieder an der Isar entlang sind ganz viele Eschen. Und jetzt ist ja gerade Morchelsaison und ich habe gedacht, okay, ich fahre kurz raus. Ihr hört im Hintergrund das Rauschen der Autobahn und schau, ob ich Morcheln finde. Das ist eine Speisemorchel. Die haben jetzt Saison, sie wachsen an Eschen, möglichst an alten Eschen. Deshalb, wenn ihr Morcheln sammeln wollt, braucht ihr kalkigen Boden, möglichst Auwälder, so wie hier. Es ist echt sacklaut hier, man hört auch den Flughafen in Eching. Und dann braucht ihr vor allen Dingen Eschen. Das heißt, Morcheln suchen fängt nicht am Boden an, sondern in der Luft. Nicht beim Flugzeug, aber bei der Esche. Ich zeige euch mal, wie die aussehen. Die Eschen erkennt ihr daran, dass sie oben ein bisschen abgebrochen sind und dass sie im Mai die letzten Bäume sind, die Laub kriegen. Sie sind hoch, stachsig und eben oben irgendwie so brüchig. Man sieht, dass die Äste alle nicht spitz auslaufen, sondern ja eben so abgebrochen sind. Und dort müsst ihr suchen und ihr geht wirklich unten an die Stämme. Hier ist jetzt so eine ganz große alte Esche. Die Morcheln wachsen ganz oft wirklich direkt am Weg. Und wenn jetzt hier runter geht, schaut, hier ist der Weg und hier sind jetzt gerade zum Beispiel wieder welche. Das sind jetzt Speisemorcheln. Ihr könnt die erkennen an dieser ganz typischen netzartigen Struktur. Der Stiel ist hohl und die schmecken einfach fantastisch gut. Ich brate die einfach nur in Butter an, minimal Olivenöl, Salz drauf, mehr braucht es gar nicht. Und den Großteil trockne ich aber, weil die dann einfach für den Winter da sind, toll aromatisch sind und fantastisch schmecken. Wenn ihr Morcheln sammeln wollt, ist es toll, auf Zeigerpflanzen zu achten. Sowas wie Buschwindröschen, Eberblümchen, Bärlauch, Pestwurz und das ist es hier auch, wo man nach Bärlauch sucht, wo es Bärlauch gibt, gibt es ganz oft den tödlichen Verwechslungspartner, nämlich die Blätter hier von der Herbstzeitlose. Gerade letzte Woche ist in München wieder ganz tragisch jemand daran gestorben, weil er Bärlauch verwechselt hat mit Herbstzeitlosen bzw. Herbstzeitlosen mit Bärlauch. Und die wachsen einfach ganz anders. Es ist wichtig, dass ihr euch diese Pflanze wirklich einprägt, denn teilweise wachsen sie in den Bärlauchfeldern. Typisch ist, dass immer mehrere Blätter hier unten rauskommen, ganz anders als beim Bärlauch. Und dass die Blätter auf der Oberseite matt sind und nicht glänzend. Und auf der Rückseite sehr stark glänzend. Und dass sie nicht diese markante, kantige Mittelblattrippe haben. Also die wachsen ganz anders. Oft sind sie so ein bisschen gedreht. Ihr seht es hier oben, wie die Blätter gedreht sind. Auch das ist typisch, dass sie sich so einrollen. Und sie sind von der Form eben viel länglicher als der Bärlauch. Sie sehen eigentlich eher aus wie Taglilientriebe, wenn ihr die kennt. Und sie wachsen so vereinzelt wie hier. Es sind immer einzelne Pflanzen, wo so ein ganzes Büschel rauskommt. Dann mal gucken, ob ich hier noch Bärlauch auch finde. Ich habe aber tatsächlich noch keinen gesehen. Ich werde es hier mal weiter durchstapfen. Das ist ein richtig toller Auwald mit einem sandigen Boden, wo eben von der Überflutung der Isar immer wieder mal Sand und Feuchtigkeit und Nährstoffe angeschwemmt werden. Und dort findet man Eschen, wobei das hier alles Ahorn ist. Und wo die Eschen sind, gibt es eben auch Morcheln. Mal schauen, ob ich Glück habe. Oft finde ich auch Einbeeren in der Nähe von Morchelstellen. Ist auch eine sehr giftige Pflanze. Die bekommt dann hier in der Mitte eine einzelne schwarze Beere und hat eben diese ganz typischen vier Blätter auf einem Stiel, aber auch giftig. Hier könnt ihr die Einbeere jetzt mal mit dieser Blüte sehen und auch schön sehen, wie hier in der Mitte diese eine Beere entsteht. Wunderschöne Pflanze. Und hier kann ich euch jetzt noch die zweite wichtige Vergiftungspflanze, Verwechslungspflanze zum Bärlauch zeigen. Das sind nämlich Maiglöckchen. Und ihr seht, anders als beim Bärlauch, wo immer nur ein Blatt rauskommt, und anders als bei der Herbstzeitlose, wo ganz viele rauskommen, kommen beim Maiglöckchen immer zwei Blätter raus. Und was ihr auch sehen könnt, der Blütenansatz vom Maiglöckchen, den ihr hier seht, der hat eben nicht eine Knospe wie der Bärlauch, sondern so kleine Glöckchen, die ihr ganz typisch kennt als Maiglöckchen. Und der Blütenansatz ist außen. Und dann dreht sich auch das äußere Blatt, dreht sich aus der Zwiebel unten raus. Und das Innere ist eben auch so ganz typisch gedreht. Also die Drehung an sich ist schon was, woran die Herbstzeitlose und Maiglöckchen erkennen könnt. Denn beim Bärlauch drehen sich die Blätter nach hinten und nicht nach vorne, wenn sie sich aus der Pflanze rausschieben. Und sie sind dann so ganz typisch eingerollt. Also Maiglöckchen und Herbstzeitlose, das sind die beiden Pflanzen, die ihr euch merken müsst. Und früh im Frühjahr den Ahornstab.
Und hier seht ihr schon ganz viele umgefallene Eschen. Das ist eben diese Triebspitzenkrankheit, die die Eschen bei uns in Europa befallen hat. Ich weiß nicht, ob es nur in Europa ist, aber die Eschen gehen eigentlich alle kaputt. Das ist total schrecklich. Und wenn es keine Eschen mehr gibt, wird es irgendwann auch keine Meucheln mehr geben. Man findet die Meucheln zwar auch unter ganz alten Apfelbäumen auf Streuobstwiesen, aber eben längst nicht so stark wie unter Eschen. So ein richtiger Urwald hier, wunderschön. Und schaut mal, was es da gibt. Das sieht auch super toll aus. Ganz toller Baumpilz. Mal gucken. Ich würde sagen, irgendeine Art von Tramete, auch ein Vitalpilz. Da kenne ich mich nicht so gut mit aus, aber es sieht einfach wahnsinnig schön aus. Hier gibt es am Fuß der Esche auch Pilze, ganz kleine. Wunderschön sind wir wirklich hier. Schaut mal meinen Fingernagel daneben, wie klein die sind im Verhältnis. Keine Ahnung, was das ist. Was auch noch eine super Hilfe ist, wenn man Meucheln sucht, die wachsen super gerne an schrägen Stellen. Also irgendwie da, wo das Wasser sich sammelt unterhalb von Bäumen. Hier gucke ich jetzt gerade, das ist wie so ein alter Bachlauf. Und hier habe ich jetzt tatsächlich gleich dieses verdächtige Gelb gesehen. Und schaut, hier ist jetzt wieder eine, habe ich wieder eine gefunden. Und wo eine ist, sind meistens auch mehr. Hier werde ich jetzt einfach mal rund um den Baum suchen. Da vorne, dieser dunkle Stamm in der Mitte, das ist der, wo ich die Meuchel gerade gefunden habe. Ich bin jetzt hier hochgeklettert, weil ich nämlich gesehen habe, dass hier eine riesige alte, ihr könnt es gar nicht sehen, aber das ist eine ganz alte Esche und an der findet man die besonders viel. Jetzt schauen wir mal im Umkreis von dem Stamm, ob es hier unten irgendwo so gelblich leuchtet. Das ist so ein ganz typischer, hier, schaut, schon haben wir sie. Das fällt auf, die Farbe, und irgendwann merkt ihr, dass das Auge das schneller findet. Hier, guck mal, überall dazwischen. Wie cool. Ah, das ist jedes Mal so klasse, wenn man die entdeckt. Wichtig bei den Meucheln ist, dass ihr die wirklich in der Mitte dann durchschneidet, weil die sehr stark duften. Das zieht auch die Insekten an. Vielleicht habt ihr es gerade gesehen. Und dann halbiert man die, bürstet mit dem Pinselchen die Insekten raus und dann kann man sie wunderbar braten. Da vorne ist schon gleich die nächste. Es gibt ein großartiges Abendessen. Hier sehe ich es jetzt überall stehen und leuchten. Das ist immer wie ein Rausch, wenn man so eine Stelle entdeckt. Guck mal hier. Oh, herrlich. Hier in dem Wald gibt es super viele Ahornbäume. Und ich würde euch gerne mal den Unterschied zeigen bei den Rinden. Also das hier ist ein Ahorn. Und das hier ist eine Esche. Also die Esche ist viel rauer von der Struktur und bräunlicher. Und hat ganz oft diese hellen Flecken. Und die hellen Flecken gibt es hier auch. Aber es ist halt einfach ein Ahorn. Die wachsen oft an den gleichen Standorten. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich finde dauernd Meucheln und ich finde sowieso dauernd alles, dann muss ich euch enttäuschen. Also ich suche jetzt auch hier schon insgesamt eine Stunde. Ich habe jetzt schon hier einiges gefunden. Das ist kein schlechter Fund. Aber es ist nicht so, dass man unter jeder Esche Meucheln findet. Aber wenn man Meucheln findet, ist meistens eine Esche dabei. Man muss echt suchen und man muss das Auge dran gewöhnen und irgendwie, man kriegt so ein unterbewusstes Musterentdeckschema im Hirn, wo man sie dann findet. Aber jetzt habe ich auch eine ganze Weile nichts mehr gefunden. Jetzt werde ich mir einfach mal eine andere Stelle suchen und ein bisschen weitergehen. Hier seht ihr das auch nochmal ganz deutlich. Das ist die Esche, wo ich vorhin die vielen gefunden habe, wie rau die Rinde ist und daneben fast wie Buchen die Stämme vom Ahorn, die sind eher so silbrig. Und das ist die Esche. Eine schöne alte Esche. Wenn ihr so eine Ecke gefunden habt, wo es Meucheln gibt, dann sucht gezielt alte Eschen. Also ich habe jetzt hier wieder so eine gefunden, geht ganz nah ran und dann guckt und zack, da ist sie wieder. Die tarnen sich extrem gut. Hier sind noch mal welche. Mal gucken, finde ich sicher noch welche jetzt hier. Und dann lohnt es sich wirklich 2-3 Mal um die Bäume rumzugehen. Weil die so gut sich tarnen und wir haben auch das Gefühl, dass die wirklich, es gibt die Art von Meucheln, die sich am besten in dem Laub verstecken können. Also wenn es irgendwo viel hellen Boden gibt und viel helles Laub, gibt es viele helle Meucheln und die Spitzmeucheln gibt es eher, wo der Boden ein bisschen dunkler ist, in Fichtenwäldern. Die tarnen sich extremst gut. Das ist wirklich unglaublich. Das ist auch schön, was ich hier noch finde. Ein Stück von einer Bienenwabe,
Hier gibt es auch noch andere schöne Pilze, die ich vorhin schon mal gesehen hatte. Es ist einfach so schön, draußen zu sein. Guck mal, seht ihr es da vorne? Da ist wieder dieses Gelb. Genau in der Mitte vom Bildschirm. Ihr fangt dann an, diese Farben irgendwie unterbewusst zu lernen. Ui, da hinten, schaut mal. Da sind sie wieder. Was auch echt gut funktioniert, ist, wenn ihr nichts findet oder denkt, ihr habt eine Stelle abgesucht, dann hockt euch auf den Boden, wechselt die Perspektive. Erstens entdeckt man super viele schöne Dinge und so findet man auch Pilze. Oft, wenn ich im Herbst Pilze sammeln bin und ich finde nichts, beim Pieseln dann, wenn meine Hocke ist unten, findet man was. Das ist jetzt auch schön. Wer meine früheren Frühjahrsvideos gesehen hat, der hat gesehen, dass ich euch die Verwechslungspartner vom Bärlauch gezeigt habe. Und da habe ich euch den Aronstab gezeigt. Und hier seht ihr jetzt auch mal die Blüte vom Aronstab. Und da kennt man ganz deutlich, dass sie verwandt ist mit der Kalla, die ihr vielleicht kennt. Diese weißen, fast wie Plastik aussehenden Blüten, die oft in Grabgestecken drin sind. Die was ganz Morbides haben. Wunderschöne Blüte hier. Mit eben diesem Stab in der Mitte. Und das sind die Blätter mit diesen Frackzipfeln unten. Die quietschen so ein bisschen, wachsen in ähnlichen Standorten wie der Bärlauch oder an gleichen, manchmal an der gleichen Stelle. Sind im Frühjahr leicht zu verwechseln. Jetzt sind sie eher zu verwechseln mit Sauerampferblättern, aber die sehen tatsächlich, die würden an diesem Standort hier nicht wachsen. Aber die Blüte, die könnt ihr euch einprägen. Und da kommen dann im Herbst knallorangefarbene Beeren. Ich muss mal gucken im Archiv, ob ich ein Bild finde davon. Hier ist auch nochmal der Aronstab. Sehr schöne Pflanze, aber sehr giftig. Die Verwechslungsgefahr ist groß zum Bärlauch, aber der Vorteil ist, der Aronstab, wenn ihr den im Mund habt, der ist so ätzend. Der ätzt euch wirklich den Mund innen drin weg. Deswegen ist die Gefahr, dass ihr es dann esst und euch wirklich tödlich vergiftet, relativ gering. Ganz anders als bei der Herbstzeitlose. Die Herbstzeitlose, die schmeckt eben nicht so stark bitter. Das heißt, wenn ihr sie esst, merkt es nicht und ist aber dann tödlich. 4 Blätter reichen für einen Erwachsenen und bei Kindern noch viel weniger. Ui, da habe ich noch was entdeckt. Guckt mal, eins meiner Lieblingswildgemüse. Hier ist ein Hopfen. Hat solche Blätter, solche handförmigen Blätter. Ist rau, klettert hier hoch und was man davon essen kann, was köstlich schmeckt, sind diese Sprossen. Das ist eins meiner Lieblingsgemüse. Passt super auch zu den Meucheln. Ich brate die einfach nur mit Olivenöl an, blanchiere sie vorher kurz mit Knoblauch. Schmeckt wahnsinnig gut. Und ist eben auch so eine typische feuchte Gewässerrandpflanze, Auwaldpflanze, die es dann ganz häufig gibt. Und was ihr übrigens auch seht, meine Gummistiefel, wichtigstes Schuhwerk, habe ich eigentlich immer dabei. Und die Beine einsprühen mit Zeckenschutzmittel. Die Zecken gehen jetzt richtig los und von daher ist es wirklich wichtig, gut gekleidet zu sein. Ihr pflückt beim Hopfen einfach die obersten 10, 15, 20 cm ab, so wie bei grünem Spargel auch. Da, wo sie es leicht knicken lässt, da könnt ihr sie abpflücken und sie so dann direkt in der Pfanne braten. Hier gibt es jetzt auch noch ganz viel Giersch in dem feuchten Bereich. Dann nehmt ihr aber wirklich nur die frisch entfalteten Blätter und zum Hopfen und zum Meucheln nehme ich sie nicht, weil die einfach... Der Giersch ist sehr intensiv im Aroma, der schmeckt sehr stark, so wie Sellerie, Petersilie. Manche Leute mögen es, manche mögen es gar nicht. Tolles Wildgemüse, wo es sehr, sehr viel gibt und wo ihr auch wirklich hemmungslos ernten dürft, gar kein Problem. Aber wie gesagt, zu den Meucheln ist es mir zu intensiv. Bei den Meucheln kommt bei mir nicht mal Pfeffer drauf, weil ich den Geschmack gerne pur haben möchte, weil die so fein sind. Boah, eigentlich wollte ich überhaupt kein Wildkräutervideo machen, aber es gibt jetzt hier gerade so viel. Schaut mal, wenn ich mich nach unten bücke, hier ist Rossminze. Die duftet wunderbar, die ist sehr pelzig auf der Rückseite. Die Blätter schmecken ganz fein gehackt im Salat oder im Tee. Tatsächlich mag ich sie aber nicht so gerne. Und was hier kommt, ist der Wiesenbärenklau. Da könnt ihr hier unten die Blätter ganz toll essen. Super Gemüse, gibt es einige Videos dazu. Mein Lieblingsrezept damit ist tatsächlich mit Karotten zusammen, Zitronensaft und ein bisschen karamellisierten Nüssen obendrauf. Schmeckt unglaublich fein. Dann seht ihr hier, das Weiße ist die Knoblauchsrauke. Super Frühlingssalat, ist jetzt auch schon sehr kräftig im Geschmack. Schmeckt so ein bisschen wie eine Mischung zwischen Senf und Meerrettich. Dann ist hier, wie gesagt, überall der frische Giersch. Wenn ich mich hier bücke, sehe ich hier die Sämlinge vom Springkraut. Blöde, invasive Art. Vor allen Dingen an Bachläufen verdrängt alles Einheimische. Ist aber mittlerweile eine große Bienenweide geworden, eine wichtige. Und
Diese Keime hier könnt ihr gut als Salat essen. Die sind ganz mild und überhaupt nicht bitter. Das ist eine gute Salatgrundlage. Boah, das ist auch was ganz Schönes. Das ist ein Talictrum. Eine schöne Waldstaude. Also das ist hier wirklich ein Biotop, was man hier so alles sieht. Das ist so toll. Der Talictrum hat ganz feine Blüten. Man sieht jetzt bisher nur die Knospen. Ich mag die super gern. Typische Pflanze bei uns im Alpenraum, aber nicht essbar. So, krass. Auch hier wieder alte Esche. Und hier sind sie, die Morcheln. Das wird jetzt das letzte Bild sein, denn ich habe fast keinen Strom mehr auf dem Handy. Aber vielleicht seht ihr das. Das sind ganz viele. Also dieses Jahr ist wirklich ein unglaubliches Morcheljahr. Das ist wirklich verrückt. Das ist meine Beute für heute und jetzt höre ich auch auf, weil zu viel muss man nicht sammeln. Erstens für die anderen und zweitens, damit die Natur sich auch wieder regenerieren kann. Tolle, tolle Ernte. Ich habe hier noch ein bisschen wilden Lauch dazu gefunden. Den nehme ich tatsächlich zum Würzen mit dazu. Und jetzt mache ich mich auf den Heimweg. Das ist so unfassbar. Sowas habe ich echt noch nie in meinem Leben gesehen. Alles voll. Wir sind jetzt hier gerade am Putzen und was wichtig ist, wenn ihr die Morcheln putzt, nehmt am besten so einen Pinsel und mit dem wird außen die Struktur ein bisschen sauber gemacht und dann schneidet ihr sie in die Mitte durch, nehmt die Tiere raus, die drin sind, mit einem kleinen Messerchen oder mit dem Pinsel, dann kommt es hier bei mir rein. Und wenn ihr die direkt bratet, könnt ihr sie mit Stiel braten und zum Trocknen sollte man nur die vorderen netzteiligen Köpfe verwenden. Die meisten Morcheln trockne ich jetzt. Dazu tue ich sie bei mir hier in Dörrautomat. Ihr könnt es natürlich auch im Backofen machen. Ihr solltet sie nicht wärmer als 50 Grad machen und dann einfach einen Kochlöffel reinstecken, so dass der Dampf entweichen kann. Und die Stiele mache ich zum Trocknen jetzt wirklich ab. Die werde ich irgendwie schreddern und mit denen, die ich heute Abend brate, mal probieren, dass ich eine zweite Portion mache, einfach mit Knoblauch und Zwiebeln und ein paar frischen Kräutern dazu, weil die einfach lang nicht so intensiv sind und tatsächlich auch ein bisschen zäh sind. Ihr seht vielleicht gerade, die sind feucht. Ich habe die jetzt hier doch gerade abgewaschen unter fließendem Wasser, gut ausgeschüttelt, die ich trocknen werde. Als Vorspeise gibt es jetzt den wilden Lauch mit einer Schafsalami und einem getrüffelten Schafskäse, bisschen Fleur de Sel und ein paar Tropfen Bärlauchöl. Ganz pur, ganz schlicht, alles schmeckt sehr nach sich. Wunderbar. Und jetzt gibt es die Morcheln zum Abendessen, einfach mit wunderbaren Tagliatelle zusammen, Butter, Salz, viel mehr braucht es gar nicht, bisschen wilden Schnittlauch obendrauf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, wenn das Video euch gefallen hat, gebt mir gerne ein Like und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Bis bald!